Das Schichtdienstmodell der bayerischen Polizei. Seit Jahren wird es kontrovers diskutiert, doch welches ist nun das Beste? Darüber haben die Freien Wähler bei einem parlamentarischen Abend im Maximilianeum mit einer hochkarätigen Expertenrunde gesprochen. Im Fokus stand der sogenannte Doppelschlag, also zwei Dienstantritte an einem Tag. Um das Schichtmodell zu entzerren, werden jetzt Lösungen gesucht. Es ist mit Einverständnis der Betroffenen vereinbart worden, jede Menge Modelle zu fahren. Diese Modelle wurden jetzt evaluiert. Diese Modelle werden gerade erweitert. Ich habe auch den heutigen Abend mit dem Vertreter des Ministeriums so verstanden, dass man nach wie vor nach besten Möglichkeiten sucht. Nur mit Hilfe von Übergangslösungen und mehr Personal könne die Einsatzbereitschaft der Polizei auf Dauer gewährleistet bleiben. Wichtig sei auch, dass der Freistaat als Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nachkomme, denn beim derzeitigen Schichtmodell gäbe es drei wesentliche Risikofaktoren. Das ist zum einen die Arbeitssicherheit, deswegen gibt es eben ein Arbeitsschutzgesetz, deswegen gibt es die Arbeitszeitrichtlinie. Dann zum anderen die Gesundheit, weil Schichtdienst einfach gesundheitsbelastend ist. Der Mensch ist ein tagaktives Lebewesen, wir sind tagsüber auf Leistungen ausgerichtet und eben nicht in der Nacht. Zum dritten sei es die soziale Teilhabe, die durch wechselnde Arbeitszeiten massiv eingeschränkt werde. Ein Problem, das einigen Podiumsteilnehmern zufolge nur durch Einführung der 35-Stunden-Woche abzustellen ist. Neben der Reform des Schichtdienstes stehen die Polizisten aber noch vor einer weiteren Herausforderung. Und die zweite Belastung, die uns wirklich auch auf der politischen Ebene sehr, sehr viel Kummer macht, ist natürlich dieser schleichende, immer stärker werdende Druck von Gewalt auch gegen Polizeibeamte. Deshalb setzen sich die Freien Wähler bereits seit Jahren dafür ein, Gewalt gegen Polizisten härter zu bestrafen. Bessere Arbeitszeiten und mehr Gehalt seien wichtige weitere Stellschrauben, um den Beruf des Polizisten attraktiver zu machen. In Zeiten der Vollbeschäftigung konkurrieren wir mit der Wirtschaft, konkurrieren wir mit vielen anderen Berufen, die weniger Belastung mit sich bringen. Aber ich glaube schon, dass es auch nach wie vor interessant ist, Polizeibeamter in Bayern zu sein. Damit das so bleibt, dürften Achtung und Respekt vor der Polizei nicht verloren gehen. Für dieses Ziel wollen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch in Zukunft einsetzen.